Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. Wir waren letztes Mal hier in Fort Ness City oder wie auch immer das heißen mag, stehen geblieben. Und wollten hier jetzt einmal ein bisschen durch die Gegend sneaken und die beiden Flachpfeifen da hinten lauschen. Bleib einfach mal stehen. Warum, welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Warte mal kurz, bis sie vorbei sind. Zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. Dann drücke ich mich hier. So ungern ich es zugebe. Immer um die Ecke. Sieht er nicht, wie töricht das ist? Nein! Verdammt, wieso haben die mich denn gesehen, Alter? Was geht denn da? Geht ja schon wieder gut los hier. Verdammter Mist. Kann man nicht die Leute irgendwie diese Kanonen sehen nach ablenken oder so? Vielleicht sollte ich sie sabotieren. Kein Waffenstillstand. Verdammt! Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem ihr derzeit die Oberhand hättet. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. So, jetzt aber. Dennoch, sieht er nicht, wie töricht das ist? Ah, ich bin gleich aus der Reichweite. Weit weg von der Heimat und ihre Truppen verteilt. Und ich fürchte, Bruder Fluglos macht ihn leicht. Bringt seine Männer in Gefahr. Und ich möchte keiner Mutter oder Schwester die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General? Er sammelt die Truppe. Und dann zieht er nach Port Duquesne, vermutlich. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandofeld, falls ihr sie sehen müsst. Nein! Diese Karte. Sich oh, scheiße. Verdammt. Ich hab mich doch geduckt. Die Mission ist zum Kotzen, ey. Ach, scheiße. Diese Kanonen sehen aus. Vielleicht keine Wachen töten. Ich will aber Wachen töten. Die alle töten. Allesamt. So. Problem ist ja nur, der da oben jetzt zum Beispiel mega auf den Sack geht. Oder ist das der da draußen steht? Ich weiß es gar nicht genau. Den Feind ihm eigentlich auch markiert. Oh ja, traumhaft. Leuchten ihn auch so geil rot nach? Nee. Da, okay, das ist der da draußen steht. Der sieht mich ja schon mal nicht. Aber da oben müsste auch noch irgendwo einer sein. So eine Hohlbratze. Und da hinten stehen ja auch überall welche. Das Problem ist, aufs Dach hoch kann ich nicht. Das heißt, ich muss mich da irgendwie durchsneaken. Und dann da hochjumpen. Und das wird irre schwer. Aber ich habe gerade so eine Idee. Ich laufe darüber, warte da und springe da schon. Das könnte klappen. Warum? Welchen Grund nennt er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen. Jetzt bin ich ein bisschen im zeitlichen Vorsprung sozusagen. In welchem ihr derzeit die Oberhand hättet. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Dennoch, sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat und von großen Verteidigung. Und ich fürchte, Bruder Blutdurst macht ihn leichtsinnig. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keine Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas verweisen muss. Ja. Wo ist der General Lewis? Er sammelt ihn. Und dann zieht er nach Port Duquesne, vermutlich. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandofeld, falls ihr sie sehen möchtet. Ich weiß. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Alter Falter, du, das war ja schon mal knapp. Das da hinten müssen die beiden Kanonen sein. Das ist die eine. Wenn ich es schaffe, da hinzukommen. Ohne von dem Mongo da gesehen zu werden.
Hinten scheint noch irgendwo eine Wache. Ach, da oben steht eine Wache, ne? Ja. Da ist eine böse Wache und da oben. Wie läuft denn der da oben? Läuft er einfach nur hin und her, oder? Das ist ja traumhaft. Ist da irgendwo Gestrüpp, wo ich mich verstecken kann? Ich glaube nicht. Sieht zumindest nicht so aus. Doch, Moment, da drunter ist welches. Da ist welches, genau. Da hinten leuchtet auch noch was gelb. Scheinen die beiden anderen Offiziere zu sein. Oh, mein Questtag ist da von dem Zelt. Okay. Oder in dem Zelt sogar. Ja, ich versuche mal an die beiden Kanonen ranzukommen. Von da sieht mich schon mal keiner. Das heißt, wenn ich mich da hinten rumsneake. Le questione ist ja, sieht er mich hier? Da sind zwei. Wo ist der nächste? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, da. Oh, scheiße. Duck dich! Halt an! Hier, Jungs! Aufgepasst! Du Hohlbratze! Warum duckt er sich denn nicht? Das ist doch behindert! Ich dachte, darin können wir sich verstecken. Ich muss jetzt etwa die beiden Arschköpfe nochmal belauschen. Bitte nicht. Oh nee! Verdammte Scheiße! Na egal. Gerade hat es auch geklappt, dann klappt das diesmal auch. Furchtbar. Kurz warten, bis der Hohlkopf da zurückläuft. Da hinten. Der sich da hinter dem Baum versteckt. Da läuft er. Ihr seht mich, ihr seht mich. Das mag ja sogar stimmen. Du siehst mich auch nicht. Ja, ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist. Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Röders Blutwurst macht ihn nicht stimmen. Bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. So ist der General jetzt. Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Fort Duquesne, vermutlich. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird laut. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandofeld, falls Sie sie sehen möchten. Wenigstens 40 Leute zu essen. Ich habe versucht. Ich weiß, wo ich bin. Hep. Diese Karte. Oh Gott, ey. Ich muss sie finden. So, wie werde ich den da los? So, wie komme ich an dem vorbei? Durch Ablenkung, ne? So, die Frage, wie lenke ich den ab? Am besten stelle ich mich, glaube ich, hinter das Zelt da, pfeife. Hinter das Zelt? Hinter das da? Hinter das ist, glaube ich, ganz gut. Weil ich nicht weiß, ob der hässliche Kopf da oben mich dann sieht. Der da. Das ist eine ganz andere Frage, ne? Tja. Probieren, ne? Ändert für das hier zum Nix, ne? Der hässliche Kopf da hinten läuft ja auch nochmal hin und her. Der da unten, der rote da. Der Punkt da hinten auf der Karte.
Tja, wie komme ich an die Karte ran? Ich muss den irgendwie ablenken. Das kann ich aber ganz schlecht nur von hier machen. Oder? Okay, 14 Sekunden sollten eigentlich reichen. Bleibt er jetzt da stehen? Ne, okay. Gut, Knut. Fuck, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ey, ohne Scheiß. Der Zone entkommen ist eigentlich gar nicht so weit. Wenn ich es schaffe, da irgendwie runterzukommen, ohne mich dabei aufs Maul zu legen und ohne entdeckt zu werden. Moment, der Zone, was steht da? Der Zone entkommen und anonym bleiben, ne? Oder anonym werden. Aus dem Vor entkommen. Da steht ja nichts von wegen, dass ich keinen umbringen darf. Wobei, das wäre ja Missionsziel 2. Ach, ja. Gucken, wo guckt der denn immer hin? Der hier oder nach zur Wand? Ach, der guckt sich die Wand an. Ja, das ist auch eine sehr schöne Wand, finde ich, ja. Ist da gestrüppt da unten, ja. Ich dulde keine Gauner in meinem Bereich. Ich habe Besseres zu sehen. Nichts gesehen. So. Nein! Alter Falter, ey. Ist das hier Kanone 1? Ja, ne? Sabotieren. Okay. Die andere Kanone ist wo? Da unten, ja klar. Könnt mich mal. Die entscheidende Frage ist ja. Nein! Du, stopp! Der gibt Fersengeld! Komm zurück, du kleiner Feigling! Nichts zu finden. Ich bin wieder an meinem Posten. Alter, ist das nervenaufreibend. Das ist ja furchtbar. Geht der denn jetzt hin? Ach, der verlässt seinen Posten. Ja, auch gut. Stehen geblieben. Er ist weg. Alter. Verarschen oder was? Wo kommt der denn jetzt her? Verdammt. Nichts.
WTF. So, hier ist eigentlich relativ viel zum Verstecken. Das Problem ist nur... Alter, bis zu der Kanone da unten ist ja übelst weit. Jetzt die Frage, riskiere ich das oder verpisse ich mich lieber? Der sieht mich nicht. Der da dürfte mich eigentlich auch nicht sehen. So, dann wären wir jetzt hier. Schön in Deckung gehen. Ist das da unten ein Heuhaufen? So. Bin ich hier vorhin nicht hochgelaufen? Ich bin von hinten gekommen, ne? Ja. Ja, dann mal warten, bis der Mongo dazu kommt, damit er mich nicht gleich sieht. El Mongo! Oh, was ist das denn da? Kann ich da auch drin verstecken? Das ist ja nice. So, die beiden sehen mich eh nicht. Und da unten steht, glaube ich, auch keiner. Da steht einer! Fuck, nicht hier reinstechen! Verpiss dich einfach! Verpiss dich! Verpiss dich! Boah, Glück gehabt, ey. Alter Falter, ey, wie knapp das jedes Mal ist, ne? Das ist furchtbar. Jetzt einmal schön Dreieck drücken und ihn voll abballern. Das wäre witzig. So, der Hester da hinten, der kommt jetzt gerade wieder zurückgelaufen, ne? Der da? Ja. Und wieder verstecken. Boah, Alter, Nervenaufreibung pur, Junge. Puh. Ja, diesmal machen wir es hier auch komplett, ne? Wenn schon, denn schon. So. Kurz warten, bis der weg ist. Hier rüber. Du siehst mich nicht. Schwupp weg. Was für ein Arschkopf, Alter. Kann ich ja nicht runter? Eher weniger, ne? Ich will es jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren, muss ich ja zugeben. Okay, der ist wieder weg. Jo, dann würde ich sagen, laufe ich jetzt hier hoch, ne? Und dann versuche ich irgendwie darüber zu kommen. Weil es steht ja eigentlich, also es steht ja nirgendwo was, dass ich anonym bleiben muss, aber es wäre ja wahrscheinlich schon praktisch. Hm, naja.
Immerhin, ein optionales Missionsziel habe ich schon mal. Das zweite schaffe ich bestimmt auch noch. Nein! Hierher, Jungs! Verstärkung! Ach so, jetzt darf ich einfach weglaufen, okay. Ja, auch gut. Tschüss! Anonym werden. Na, machen wir das doch mal. Nur nicht darunter fallen. Das wäre nicht so praktisch. Laufen die jetzt ernsthaft hinter mir her? Rennschlampe! Ich muss irgendwas, wo ich mich verstecken kann. Kann ich mich da verstecken? Boah. Alter Falter. Da ist schon wieder so eine scheiß Patrouille. Also müssen wir jetzt wieder zurückkommen. Lalalala. Grüß dich! Wie sieht's aus? Braddock ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Was dauert, bis sie bereit sind? Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist. Bekanntheitsgrad, sie sind jetzt inkognito. Mission erfolgreich. Mission beendet. Ich müsste sogar volle Synchro haben. Boah, ich bin so geil. Volle Synchro, Junge. Kanonen sabotiert, keine Wachen getötet, alle Vorgaben in einem Spieldurchgang erfüllt. Das habe ich ja überhaupt nicht. Ich bin wahrscheinlich gestorben. Nicht überzeugt. Nur 76%. Na, das ist ja nicht so gut, ne? So, das. Pferdetrillerfall, wo ist denn die? Hier. Mach mal. Dankeschön. Und wieder die Kanöne. So. La 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 la. So, und jetzt reiten wir hier einmal galoppel durchs Wasser und ersaufen dabei. Boah, dummes Pferd, ey. Wo ist die verdammte Brücke? Auch eine Brücke oder auch nicht. Gucken, wer da oben wartet. Stimmt hier Pilgrim und Pitcairn. Nee, Pitcairn heißt ja nicht Pilgrim. Pilgrim war irgendwie anders. Whee! Platz da! Ich bin ein Edelmann, ihr müsst mich durchlassen. Galoppel. Na, wir reiten jetzt mal querfeld ein. Oder auch nicht. Mal gucken. Ah, ich glaube eher nicht.
hier mal ab. Lalalala. So, wie spät haben wir es überhaupt? 25 Minuten spät haben wir es. Das Lexington? Platz da, ich muss hier durch. Ja, das ist Lexington. Sehr gut. Hier ist die Brücke. Ab über alle Brücke. Und dann schauen wir doch mal. So, dann setzen wir mal ab und gehen einmal rein. Ab in den Pub. Das hat sich sogar gereimt. Gott, ey. Furchtbar. Wunderbar, Speicherschauer. Sehr gut. 5 Monate später. Was? 5 Monate später? Ich dachte, wir greifen direkt an. Und laut unser Totengesang. Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen. Lasst uns. Let's move! Yeah, bitches! Es sind 5 Musketiere bei uns, ja. Und sind es nicht die 3 Musketiere, und sind es die 5. Ladebildschirm! Also ich muss echt sagen, ja, PS3 zocken macht einfach nur mega Fun. Demnächst kommt wahrscheinlich noch ein LP, da muss ich mich nur erstmal reinarbeiten. Weil, also erstmal muss das Spiel überhaupt kommen und dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich das Ganze durchblickt habe, sag ich mal. So, was machen? Nee, der reitet von alleine. Traumhaft. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Ja, das ist nämlich ein Sportgame. Und deshalb, da werde ich mich erstmal ein bisschen reinzocken müssen, weil es ich habe noch nie so viel Sportgames auf der PS3 gezockt. Deshalb wird man mal sehen, ne? Ja, wäre ich noch so dabei. Oh, hier, alle Mann dabei. Sei unfähig und um Vergebung bitten. Ist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Man empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitze. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind unterschätzt. Wenn dem so ist, wird Charles es bemerken und fliehen. Es gewieft, als ihr glaubt. Interagieren! Gucken wir mal, was jetzt kommt. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Und was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Juhu, Beutengänge! Ja, schon wieder todmüde, ey. Da habe ich letzte Nacht 13 Stunden gepennt. Ja, ich bin um 12 ins Bett gegangen und um 1 Uhr mittags aufgestanden. Inzwischen haben wir es 3. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Ja, ich musste mal kurz unterbrechen. Ohne jetzt irgendwelche nationalsozialistische Ideologie verbreiten zu wollen, aber das ist genau das, was Hitler gesagt hat. Ja, genau das.
Wir müssen uns verbreiten und brauchen deshalb mehr Land. Und deshalb müssen wir Polen überwinden und die Tschechoslowakei überwinden und Russland und Frankreich. Ja, genau das hat Hitler gesagt. Und jetzt sagen das da die Briten, ja? Da weiß man, woher Hitler das alles hatte. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seinen und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Ja, das ist doch mal ein Plan, ne? Hört sich doch ganz gut an. Wir warten auf das Signal. Dort, direkt vor uns. Der Wald ist zu dicht. Bei dem Tempo dauert es Tage, bis wir die Kähne erreichen. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer reicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Warnung, Sperrgebiet. Gut, ohne dabei in Konflikte verwickelt zu werden, dann warte ich mal wieder, bis der hier hinten steht. Und dann kriegt er genau den hier zu spüren. Gucken, ob das klappt. Tötet sie! So, dann wäre das schon mal erledigt. Ein paar Rotröcke abgemurkst. Ich verkleid mich. Und dann kann die Paille losgehen, ne? Naja, bla bla bla. Weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Mach Platz, ich bin wichtig, ich muss hier durch. Gedient zu haben. Sir? Es war eine Ehre, gedient zu haben. General! Ich dulde weder Zweifel von Untergebenen, noch Mitleid für unsere Feinde. Ich habe keine Zeit für Ungehorsam. Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Achtung! Ja, dann geh ich mal Pitcairn fangen, ne? Wo seid ihr hin, Edward? Ja, nicht Pitcairn, hier, Braddock oder wie der Lappen heißt.
muss ich überhaupt machen? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich laufe einfach nur lang. Ich verfolge den einfach mal. Tja, da hat er wohl gefailt. Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Wird euer Ende sein. Nicht. Schnell, bevor er davonkommt! Und tot. Das verdiene ich nicht. Ihr seid ein Beutel. Boom. Kill. Sauber erwischt, würde ich mal sagen. Warum, Haytham? Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja. Vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel. Und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen, die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Katsching! Tot! Lebt wohl, Edward. Nun kann er sich überhaupt noch bewegen, wenn ich ihn ja schon erschossen und erstochen habe. Das entzieht sich meiner Logik. Oh, wir sind schon voll über die Zeit rüber, fällt mir gerade auf. Wir sind schon bei 40 Minuten. Ist eine Sequenz noch, dann machen wir Pause. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Follow me! Ja, aha. Tralalala. Boah, noch so eine, ey. Noch eine Sequenz. Oh, da passt auch ein Apfel rein. Das ist sogar die Stelle. Mensch! Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzitsitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte, ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. War ja klar. Ich würde sagen, jetzt weiß ich auch, wo Connor dann mit einmal herkommt.
Die Braddock-Expedition. Mission accomplished, bitches. Ja, leider keine volle Synchro. Macht ja auch nichts. Ja, ne? Oder würde ich mal sagen, tue ich mal Start, wenn ich mal gehen würde. Ah, ne, geht gerade nicht, weil er lädt. La 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 la. Stellar! Die laufen mal so lustig, wenn sie um die Kurve rennen. Ja, zum Thema neues LP muss ich mal gucken, wann ich das mache. Je nachdem, ich schätze mal, heute ist Samstag. Ich hoffe mal, Montag kommt das Game. Und dann werde ich mich erstmal reinzocken. Und dann wird man mal sehen, ne? Und jetzt würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh Gott, 41 Minuten. Geht mal gar nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge und macht's gut. Bis dahin, tschüss!